Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi. Unsere beiden Trupps befinden sich hier an den Docks von Port Kakao. Ich wollte mir zwischen den Folgen eigentlich überlegen, wer was machen kann, und habe dann überlegt, dass ich Barry halt eigentlich gerne Sprengstoff herstellen lassen wollte, aber ja, die Serie an entsetzlichen Nachrichten hört nicht auf, denn dadurch, dass es eine Mod nicht mehr funktioniert, sind halt auch die ganzen Schwarzpulvervorräte und so weiter weg. Ja, schön ist anders. Das heißt, das geht sowieso nicht. Das heißt, Truppeinteilung, Operationen. Wir müssen auf jeden Fall Verletzungen behandeln, und das heißt, die... Achso, wir müssen erstmal Ärzte auswählen. MD ist klar. Ach, nehmen wir alle 6, dann geht es möglichst schnell. Obwohl, Livewire könnte noch reparieren, das wäre auch sinnvoll. Buns könnte jemanden trainieren. Wenn wir das so aber einteilen, wie lange dauert denn das dann mit der Heilung? 3 Stunden 15. Also es lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwas anderes zu machen. Denn der Plan ist, danach hier unten im Süden zu operieren. 3 Stunden 15, dann können die anderen einfach so rumgammeln, laufen lassen. So. Da sind wohl alle geheilt wieder. Die sind hier noch ausgeruht. Wie sieht's bei dem Trupp aus? Sieht auch gut aus. Ich möchte mit dem Charlie-Trupp wegen der 3 Gesprächsoptionen Rosa, Livewire, Meltdown auf jeden Fall nach L12. Das heißt, die schicke ich hier lang. Ganz im Süden, dass die dann darüber marschieren. Und der Echo-Trupp abbrechen nochmal. Denn wenn ich jetzt eh hier weitermache, dann müssen die auch nicht die ganzen Waffen mit sich rumschleppen. Das ist dann völlig bescheuert. Das Zeugs kann auch dann auch hier bleiben. Ne. Damit sie gegebenenfalls noch mehr Loot für Palzi anschaffen können. So, Trupp 2. MD, du brauchst keine Machete. Du brauchst auch keine Brechstange. Vicky ist okay, das ist okay. Okay. So, jetzt also. Echo-Trupp, Charlie-Trupp da. Und den Echo-Trupp bewegen wir hier hin. Nur da haben wir Optionen, gegebenenfalls entweder im Süden zu verstärken oder schon anfangen, leicht nördlich zu erkunden. Und als nächstes müsste dann ja Hitman ankommen. Und den wollen wir da auch stehen lassen. Kurz in Sektor rein. Denn der Butler müsste ja immer noch hier sein. Ach, da ist er. Okay. Moving. Ah ja, der Butler. Something there. Was ist das denn? Möchte ich nicht machen. Falls das der Schatz ist, den wir bekommen können. Gegeben. Ah, da ist der Geist, der Butler.
Okay, dann lassen also Hitman hier stehen, damit wir eine Interaktionskette bekommen können. Falls der Charlie-Trupp hier mit Mr. Ditch redet und man dann zurückkehren kann zum Geist, dass wir keine Laufarbeit machen müssen. Deshalb lasse ich Hitman da gleich stehen. Denn hier ist eh nichts auszubilden. Das passt alles. Hat Hitman irgendwas im Inventar? Bisschen was, aber es ist alles okay. Das heißt, wir können hier weiterlaufen lassen, schauen, welcher Trupp als erstes im Sektor ist. Beria 2 Hohlladungen hergestellt, Kontrolle über großer Wald erlangt. Und wollen wir doch mal gucken, was hier im großen Wald möglich ist. How can I assist? Vermutung, keine Gegner. Können wir uns sicher sein? Nö. We move with certainty. Let us get this safari moving. D'accord. Let's move. I do not know what it is, but we should probably take it just in case we need it. Yes. Oui. Come on. Erstmal am Kartenrand lang. Um Kräuter und sowas einzusacken. What? Alright, alright. Let's go. Come with me, everyone. C'est parti. Ready. Was hat es da mit dem Yes. Dingen I guess sich? We're going. Nüscht, keine Interaktionsmöglichkeiten. Yeah, okay. Presently in attendance. Zeitmaterial. Hello there. I really believe it would be rude of us to leave anything behind. Locked up tighter than Daddy's liquor cabinet. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben auch unsere Schlosser-Sets nicht mehr repariert. Was haben wir da? Peacemaker, danke für den Schrott. Livewire here. With certainty. Habe ich ein Peacemaker gesagt? Eine. So. Okay. Yes. Rosa, willst du mal ein bisschen quatschen? I've heard they have a lot of diesel in Longsbach. But there is a hermit in the jungle who teaches how to live a more fulfilling and happy life. I stopped. Oh, der ist Life Coach der Legion. Is life coaching the Legion as well. If you ever see Captain Piero, please. I hope the army intervenes and stops those big pharma experiments in our country. We don't want a zombie outbreak in our town, like in the Grimer Hamlet. You are with the Marquis, right? Do you think they would take me, make me a freedom fighter? I hear you are actually paying miners. I heard you killed those men who were abused. Is it true the old Chimarenga retired and made you leaders of the Marquis? What do you call that? Hereditary communism. I call that none of your fucking business. Scheint ja auch ein Obergeschoss zu geben. There is something unknowable here. Presently in attendance. Fine. Alles geregelt. Alright, alright. Kommen irgendwelche Söldner in euer Haus? All right, I'm going.
klauen alles, was nicht Niet und Nagelfest ist. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben, glaube ich, aktuell... Hier sind wir durch, ne? Oder geht es noch einen höher? Nee, aber hier könnte noch was haben. Genau, einfach mal Fenster kaputt machen. Ich glaube, im anderen Trupp haben wir... Ja doch, Kalina hat noch Werkzeug. Also Schlosserwerkzeug. Das können wir ja gegebenenfalls dann Vicky geben. Aber wir haben, das hier muss dringend repariert werden. Da habe ich nicht dran gedacht. So, das heißt aber, dass der Charlie-Trupp dann theoretisch schon weiter kann. Das ist kein großer Trupp hier. Das sind irgendwie 4 Speer oder Speer-typartige, 2 Marodeure, 4 Hyänen. Eigentlich müssten die da alleine mit klarkommen. Also der Charlie-Trupp. Was haben wir denn hier noch für Quests? War hier nicht auch genau Schatz auf den Farmen? Da ist ein Außenposten. Hier wohl müssten wir Spähoperationen durchführen, um zu wissen, wie wir diese 2 Schilde entfernen. Das hier scheint ja wieder nur ein Hafen zu sein. Chalet de la Paix. Obwohl, das könnte auch eine Siedlung sein. Vielleicht kann man da tatsächlich auch Truppen ausbilden. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, bevor man den Außenposten angeht, erstmal darüber zu eiern. We're here. I mean, at this particular sector and all. Großer Wald auch wieder. Auch wieder Schnellspeicherung. Sehe jetzt irgendwie nichts. Ich fange jetzt erstmal an. Da steht er. Steht unten. Dann machen wir erstmal unten weiter. Let's go! Whatever. They're on our way. We got this. Duck. I think I have found something. Ready to, do stuff. MD present. Let's keep moving. Oh, was ist das denn da? Vicky? Yes. Hope there be some good stuff in there. Oh, nett. MD ist hier der Packesel. I be listening. Danke. Oder Baumstamm. We be strolling. Oder Baumstumpf. As you wish. In der Ecke ist nichts weiter. Können wir hier hochkrabbeln? Vermutlich ja. Krabbelt mal. Understood. On my way. Erstmal am Rand weiter gucken und dann gucken wir uns das immer noch ansehen. Let's go. Das scheint ja irgendwie ein
Nee, da hat jemand gepennt, würde ich sagen. Erst dachte ich, das sei irgendwie so ein ritueller Altar oder sowas, aber beim zweiten Schauen hat... You guys go ahead. I'll catch up. Ein Chip, oh mein Gott, ja. Eine Dragunov, auch super. Wir brauchen das. Alright. Na, ich will bei whatever. Rosa jetzt auch auf ein Scharfschützengewehr. Das ist zwar ihre gewählte Fähigkeit, da mit dem automatischen Waffen eigentlich nutzlos. There's like this thing over there. Was haben wir da? Michael hier. Hier, Granty. This is Granty. Plünder mal. Das ist was für Vicky wieder. Eine Beretta gleich verschrotten. Ja? Sure, we'll get there. What do you want? Irgendjemand läuft nicht mit. What next? We got this. Ich glaube, hier müssen wir noch mal gucken. Snacks on the way. Und dann gucken wir uns das hier mal an. Let's go! Da sind ja irgendwelche Kräuter hier, wenn ich das richtig sehe. Monica Sondergaard hier. Schwarzpulver und zwei Rohrbomben. Larry, du hast Spielzeug. Kombinieren, damit bestätigen. Kombinieren. Bestätigen. Sehr schön. Dann werden die auch gleich zerlegt. Ja, kommt mir ein bisschen spanisch vor, der Sektor. Oder mexikanisch, wegen Rosa. Aber Rosa ist ja gar nicht hier. So, jetzt Zeitpunkt der Entscheidung. Aber, na gut, ich weiß nicht, was da ist. In dem Sektor. Nicht, dass der Einsiedler da auch noch Freunde hat. Aber die sind ausgeruht. Aber wir haben nicht so viele Scharfschützen in dem Trupp. Geht man auf Nummer sicher und zieht man die zusammen? 3 Stunden 39. Nummer sicher, 3 Stunden 39. Das hier ist 4:42, aber in 2:21 haben sie die Sektorgrenze überschritten. Das heißt, die gehen mit rein in den Kampf. So, go. Und damit ist es 12 gegen 10. Und das ist doch, das ist fair, würde ich sagen. Großer Wald. Das hier ist die Einsatzzone. Wenn das die nördliche Einsatzzone ist, müsste der andere Trupp ja von da kommen. Okay. Oh, da ist ein Marodeur gleich. Yes? Dann sollten wir uns vielleicht doch mal ein bisschen Zeit nehmen, um zu schauen, dass wir gleich Deckung für die anderen haben. Buns. What next? Buns hier. Kalina hier. Kalina da. Yes. Vicky hier. MD present. MD da. What? Larry. Erstmal da. Und this is Grunty. Grunty hockt sich in den Busch. Ready. So. Oh, da ist auch gleich noch ein Scherge. Also wir kriegen da gleich richtig Stress.
So, Scherge, Marodeur, da ist ein Speer. Das heißt, wir sehen die Hälfte der humanoiden Gegner. Die vier Hyänen haben wir noch keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Erstmal hier zwischen. Der steht da an einem Klohäuschen. Und sollte nach Möglichkeit sofort von Meltdown beackert werden. Oder wollen wir ein bisschen weiter hinten einsetzen und hoffen, dass wir erst noch in Stealth gehen? Ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Livewire hier. Flay hier. Ja. Steroid sehe ich schon ein bisschen weiter vorne. The hell you want. How can I Rosa und Barry. What? Und dann einsetzen, gleich pausieren. Ready. Hier runter. What? Und da runter. I think I see someone. Hey, let's play a game of trailer park tag. It works like this. Oi. Das ist ja hier schon wieder richtig lecker. Kann dabei was kaputt gehen, ja. Kann was bei kaputt gehen, aber ich finde es trotzdem lecker. Nichtsdestotrotz würde ich mit dem Trupp Buns. Easy shot on an unsuspecting target. Gute Reichweite eigentlich. Komm. Sollte ja eigentlich nichts getan haben. Kann es gleich nachladen. Der hat sich wegbewegt. Diejenigen gehen in die Richtung. I will move silently. Being quiet ain't my strong suit. Da kommt jetzt einer. Das wäre dann was für Flay gegebenenfalls. Bin neige aber eher dazu, mit Barry zu eröffnen. Aber der Winkel ist nicht gut. Hätte ich Barry lieber hier. Um die vier Hyänen da auf jeden Fall mitzunehmen. Da. Chance auf Missgeschick sehr niedrig. Scheiße. It looks like victory will come to us. Noch gut. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was. Aufgescheucht. Steroid kann's vertragen. Play den. If the wind holds oder steady, den da. Was sehen wir denn mit dem Trupp? Janusz. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die müssen einfach vorwärts. Und ich bringe Band sogar richtig weit bis an die Ecke, um da mal ein bisschen Sicht zu bekommen. Ist aber okay da. I was never good at hide and seek. MD hinterher. I shall not make a noise. Kalina.
Ja, komm einfach vorwärts. Eigentlich könnte man hier auch Stealth wahrscheinlich ausschalten. Du sagst, du siehst von da sogar ein. Hätte ich vielleicht vorher drauf aufpassen sollen. Ja, I will hide and they will seek. Grunty. Und dann haben wir da noch ein Larry. The super secret shadow only I can see. Dran denken, mit Vicky können wir gegebenenfalls noch pinnen. So, dann Steroid. This will be pie. Okay, das ist keine gute Entfernung. Der ist gut. Hier kommen wir also nicht runter. Das ist prinzipiell schlecht. Zählt das da als Deckung? Nein. Das wird immer schlechter hier. Meltdown mit dem mobilen Schuss kommt auch darum, um sich um den zu kümmern. Sodass wir die Distanz schützen für die anderen beiden auch hätten. Du musst auf jeden Fall runter. Easier than shooting beer bottles. Und dann. Komm, der ist fast tot. The Major will hear of this. 86 them. Ich mag Meltdown. So. Barry. Du müsstest doch eigentlich erstmal gratis Bewegung haben, ne? Nee, hat er nicht. Komischerweise. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Erhalte nach dem Werfen von Granaten oder nach Angriffen mit der Schrotflinte Gratisbewegung. Da ist keinerlei Einschränkung auf leichte Rüstung. Und er hat eine Granate geworfen und er hat ja eröffnet. Flay sieht jemanden. Sagen wir, fangen wir doch da mal an. Aura aus. Ein Problem weniger. So, dann Rosa. Von da würde sie einen Schuss bekommen. Von ihr angeblich nicht. Okay, dann bewegen wir Rosa mal nach vorne. Target locked. Kopfschuss unwahrscheinlich. Zielstufen weniger und fängt einfach mal an mit. Stop it, man! Better to go unnoticed, yeah? Better to go unnoticed, yeah? Life wire. I think I can do this. Ja, ich hoffe, dass du das tun kannst. Schieß mal auf die Arme. Hallo da! So, die Leute wieder verbergen. Ready. Rosa kann Steroid flicken. Ja, das ist gut. I just need to get my vitamins and I will be even better. 1, 2, 3, 4 erledigt. Ach, wir sehen die letzten beiden auch, okay. This sneaky shit ain't my style. This plan sucks. So, wir müssen euch sowieso what? Alle mal dahin bringen. Denn hier kam man nicht runter. Und der Trupp hier
sind alle verborgen. Kalina, sammelt da gerade mal die Kräuter ein, wenn du eh da bist. I shall not make a noise. Bewegen wir die dahin, damit die auch was zu tun bekommen. Hier kommt man nicht raus. Wait. Weiter. Super secret shadow. Das wird zumindest erstmal teilweise in Position bringen hier. I will fall on them like a tree in the forest. Steroid noch da. I'll do it as quiet as I can. Meltdown. There's no way they ain't gonna see me. I will try to become hardly seen. Better to go unnoticed, yeah? This is always the best way to do things. Großartig tarnen. Moving quietly. Da mal die Kräuter sammeln. Moving quietly. Und dann können wir hier auf der Seite weitermachen. Where I hide until it is time to shoot someone. Trying to be quiet. Ich würde lieber von hier schießen, weil es doch besser aussieht hinsichtlich der Schusslinie. Da ist kein Baum im Weg. So. Ja, I will hide and they will seek. Looking for stealth kill position. Nicht, dass hier wieder irgendjemand ist. Jemand anderen in den Rücken schießt. Ach komm, geben wir MD mal die Chance. Ja, hat doch geklappt. I was never good at hide and seek. Trying to be quiet. I was never good at hide and seek. Look like a shadow. Larita. Super secret shadow only I can see. Grunty noch da, hinter die Fässer. Gut genug, aber er sieht ihn nicht von good da. Good thing I am wearing my special noise suppressing shoes. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Kalina. As silent as a spirit in the woods. Quiet. Vicky. I will try to remain hidden. Trying to be quiet. Bunz. Trying to be quiet. Na, MD, kriegst du es nochmal hin? Good odds, I believe. Yep. Oh, ich habe wieder eine Mission verpasst. Konflikt gelöst. I was never good at hide and seek. Nicht mehr von alleine aufstehen, finde ich auch irritierend. Nee, nicht hinlegen. Aufstehen, bitte. We move with certainty. So. I be listening. Let's go. Where to? Hätten wir das auch erledigt, den Sektor plündern wir dann aber erst beim nächsten Mal und dann geht es auch weiter zum Einsiedler, zum Mr. Ditch oder wie er heißt. Ich hoffe, dass diese Folge gefallen hat, ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Macht's gut, euer Palzi.